15 Heckenpflanzen, die wenig Wasser benötigen. Wenn Heckenpflanzen wenig Wasser benötigen, sind sie perfekt für schwere Bodenverhältnisse an einem schattigen Standort geeignet. Diese Pflanzen zeichnen sich durch ihr sehr geringes Wasserbedürfnis aus, das wiederum den Pflegeaufwand minimiert. So können auch Pflanzen als Sichtschutz dienen, die in den hiesigen Wetter- und Bodenverhältnissen optimale Bedingungen finden. Die serbische Fichte. Die aus Serbien stammende Omorika-Fichte ist ein anspruchsloses, immergrünes Nadelgehölz für helle Standorte. Die serbische Fichte lässt sich als Solitär- und Heckenpflanze mit gleichem Erfolg einsetzen. Da die Omorika-Fichte stattliche Wuchshöhen von bis zu 30 Metern erreichen kann, braucht die Hecke einen regelmäßigen Formschnitt. Der optimale Zeitpunkt dafür liegt im Mai. Denk daran, nicht ins alte Holz zu schneiden, damit die serbische Fichte neu austreibt und immer dichter wächst. Versorgung mit Spezialdünger tut der Pflanze gut, ansonsten ist die Omorika-Fichte gut trockenheitsverträglich und auch gesund. Der Feldahorn. Der Feldahorn erreicht als Solitär Wuchshöhen von bis zu 15 Metern, ist aber hervorragend schnittverträglich. Durch einen regelmäßigen Formschnitt gestaltest du deine Ahornhecke exakt deinen Bedürfnissen entsprechend. Als ein heimisches Gehölz ist der Feldahorn anspruchslos und absolut winterhart. Eine Gabe von reifem Kompost pro Saison genügt es. Etwas wässern wäre nur während mehrwöchiger Trockenheitsphasen angebracht. Darüber hinaus ist der Baum ungiftig und nützlingfreundlich. Der Buchsbaum. In den barocken Gärten und Parks machte der Buchsbaum bereits vor Jahrhunderten in jeder Hinsicht eine effektvolle Figur. Kaum ein anderes Gehölz lässt sich so einfach in jede beliebige Form bringen. Ob Kugel oder Pyramide oder vielleicht eine launische Spirale. Dazu noch ist der Buchsus immer grün und stellt nur minimale Ansprüche an die Pflege. Längere Trockenzeiten übersteht der Buchsbaum meist unbeschadet. Mit sonnigen und halbschattigen Standorten kommt der Buchsus gleich gut zurecht. Versorgung mit Spezialdünger tut dem Buchsbaum gut. Lediglich der Buchsbaum Zünsler macht es in den letzten Jahren, den Buchsbaum zu schaffen. Allerdings finden langsam Spatzen und Buchfinken, Schlupfwespen und Spitzmäuse Geschmack an den eiweißreichen Raupen des Schädlings. Das Goldglöckchen. Ab Mitte März präsentiert sich dieses Ziergehölz in seiner vollen Pracht. Die Forsythie oder das Goldglöckchen, auch als Goldflieder bekannt, gehört zu den schönsten Frühlingsblühern. Dieser Strauch stammt aus Ostasien und kommt mit dem Klima Mitteleuropas bestens zurecht. Die Forsythien überzeugen als Solitär, in kleinen Gruppen oder aber als eine Heckenpflanze. Gerne in Kombination mit sommerblühenden Sträuchern wie Weigelie oder Hainbuche. Das Goldglöckchen benötigt regelmäßigen Rückschnitt, damit die jährliche Blüte nicht nachlässt. Ansonsten ist kaum Pflege erforderlich. Wässern ist nur während längerer Trockenzeiten sinnvoll. Die Stechpalme. Die Stechpalme verdankt ihren Namen dem alten Brauch, an Palmsonntag Kirchen und Häuser statt mit echten Palmwedeln mit Ilex-Zweigen zu schmücken. Mit den tropischen Gewächsen hat dieses robuste Gehölz nichts zu tun. Heute wird die Stechpalme vielmehr mit Weihnachten in Verbindung gebracht. Denn gerade im Winter präsentiert sich Ilex mit seinen leuchtend roten Beeren in voller Pracht. Ilex kommt unter anderem in Mitteleuropa als Wildpflanze vor, hat aber längst in unsere Gärten seinen Weg gefunden. Im Einzelstand erreicht die Stechpalme Wuchshöhen von bis zu 15 Metern, verträgt aber den Formschnitt und eignet sich daher als Heckenpflanze. Ilex mag es hell, als Waldbewohner jedoch ohne direkte Sonne. Gleichmäßig feuchte und nährstoffreiche Böden mit guter Drainage sind optimal. Staunässe, kalkhaltige und lehmige Böden mag die Stechpalme hingegen nicht. Gut zu wissen, die Beeren sehen zwar hübsch aus und werden von den Wildvögeln verzehrt, doch für Menschen ist Ilex in allen Pflanzenteilen giftig. Die rotlaubige Glanzmispel, Devil's Dream. Diese Schönheit ist in heimischen Gärten immer häufiger anzutreffen und dafür gibt es gute Gründe. Zum einen begeistert die rotlaubige Glanzmispel mit ihrem glänzenden Laubwerk und effektvollem roten Austrieb. Zum anderen sehen die Blütenrispen charmant aus. Und drittens ist die Glanzmispel ein pflegeleichtes Ziergehölz. Dazu kommt, dass die immergrüne Fotinia fraseri rund ums ganze Jahr dekorative Farbakzente im Garten setzt. Die rotlaubige Glanzmispel stellt nur wenig Ansprüche an die Pflege, gedeiht jedoch am besten in hellen und windgeschützten Lagen. Optimale Wachstumsbedingungen für die Fotinia bilden trockene bis mäßig feuchte Böden mit moderatem Nährstoffgehalt. Sich selbst überlassen erreicht die Glanzmispel Wuchshöhen von bis zu 3 Metern. Zugleich lässt sich der Strauch durch den Rückschnitt leicht in Form bringen. Die Schlehe oder auch Schwarzdorn. Mit ihren Dornen ist die Schlehe ein wehrhaftes Gehölz. Umso undurchdringlicher wird deine Schlehenhecke. Schlehe oder Schwarzdorn ist in Mitteleuropa heimisch und daher äußerst anspruchslos. Die Pflanze kommt ohne jegliche Pflegemaßnahmen aus und ist unter anderem trockenheitsresistent. Schlehe ist gut schnittverträglich, sodass du deine Hecke leicht in Form bringst. Im Frühling begeistert dich der Schwarzdorn mit weißer Blüte. Im Sommer werden die bis zu 2 Meter großen, schwarzen Früchte der Wildpflaume reif. Insofern du die Ernte nicht den gefiederten Freunden überlassen möchtest, kannst du die Früchte zur Zubereitung von Likören oder Konfitüren verwenden. Die gemeine Hainbuche oder Weißbuche. Diese Heckenart ist die einzige in dieser Liste, die nicht immergrün ist. Wenn diese Pflanze sich im Boden einmal richtig verwurzelt hat,
kann sie auch im heißesten Sommer ohne Wasser nicht mehr kaputt gehen. Sie ist sehr trockenresistent, daher sollte sie in dieser Auflistung nicht fehlen. Der Weißbuch bevorzugt einen schattigen, halbschattigen und sonnigen Platz. Im Jahr wächst die Pflanze durchschnittlich 40 bis 60 cm und ist durchschnittlich pflegeleicht. Sie wächst schnell blickdicht und ist zudem auch sehr winterfest. Der Liguster. Die Ligusterhecke ist ebenfalls sehr trockenresistent. Bislang ist noch keine dieser Pflanzen anhand von Dürre eingegangen. Der Liguster kann lediglich etwas Mehltau abbekommen oder bei extrem hohen Temperaturen kann vereinzelt verbrannte Blätter vorkommen. Der Kirschlorbeer. Der Kirschlorbeer ist ebenfalls sehr trockenresistent, obwohl er viele große Blätter hat, die viel Wasser verdampfen lassen können. Die Pflanze hat keinerlei Probleme mit Hitze, sobald sie gut verwurzelt ist. Sie ist lediglich im Frühjahr auf mehr Wasser angewiesen, da sie zu dieser Zeit blüht und neue Blatttriebe bildet. Bekommen diese dann kein Wasser, werden die Blätter schnell gelb. Die Pflanzen gehen jedoch auch dann nicht kaputt. Es sieht nur nicht schön aus. Der Kirschlorbeer bevorzugt einen schattigen, halbschattigen oder sonnigen Platz. Er wird schnell blickdicht und wächst im Jahr zwischen 40 und 60 cm. Auch diese Pflanze ist durchschnittlich pflegeleicht und mäßig winterhart. Die Glanzmispel Red Robin. Diese Pflanze ist dem Kirschlorbeer sehr ähnlich. Auch sie ist gut gerüstet gegen Hitze und Trockenheit. Die Glanzmispel ist etwas empfindlicher bei Frost gegenüber dem Kirschlorbeer. Sie bevorzugt einen schattigen, halbschattigen oder sonnigen Platz. Sie ist mäßig blickdicht und hat eine Wachstumsgeschwindigkeit von 30 bis 50 cm im Jahr. Die Glanzmispel ist durchschnittlich pflegeleicht und auch mäßig winterfest. Die Eibe. Die Eibe ist dem Kirschlorbeer ebenfalls recht ähnlich. Auch sie braucht sehr wenig Wasser und hält Dürreperioden sehr gut aus. Wichtig ist jedoch auch bei der Eibe, dass die Pflanze gut verwurzelt ist. Die Pflanze ist jedoch frostbeständiger als der Kirschlorbeer. Denn letzterer kann bei starkem Frost erfrieren. Die Eibe wächst langsam, bekommt aber eine dicht bepackte Säule aus aufrecht stehenden Blättern. An den Rändern haben die Blätter eine goldene Farbe. Die Pflanze bevorzugt einen schattigen, halbschattigen oder sonnigen Platz. Pro Jahr wächst die Eibe 10 bis 20 cm. Sie ist sehr pflegeleicht und winterfest. Der portugiesische Lorbeer. Der portugiesische Lorbeer ist ebenfalls sehr dürreresistent. Diese Pflanze ist immergrün und bildet eine dicke, dichte Hecke. Das Aussehen ist klassisch, mit dunkelgrüner Farbe. Im Vergleich zum Kirschlorbeer sind die Blätter kleiner. Die Hecke mit dem portugiesischen Lorbeer ist sehr schnell blickdicht und sehr pflegeleicht. Pro Jahr wächst die Hecke zwischen 30 und 50 cm. Auch diese Pflanze ist unkompliziert in Sachen Sonne. Die Zypresse. Zypressen sind rund um das Mittelmeer und Südfrankreich bekannt. Aufgrund dessen können diese Pflanzen auch sehr gut mit Dürre umgehen. Die Pflanze ist sehr beliebt als Heckenpflanze, denn sie ist ideal für die Schaffung einer natürlichen, dekorativen Gartengrenze. Die Zypresse wird schnell blickdicht und wächst pro Jahr 70 bis 100 cm. Dabei ist sie durchschnittlich pflegeleicht und sehr winterfest. Auch dieser Pflanze sind die Sonnenverhältnisse egal. Die Thuja oder der Lebensbaum. Die Thuja selbst hat zum Teil große Probleme mit der Hitze. Es gibt jedoch mehrere verschiedene Arten von Thujas. Die Thuja-Arten Thuja Martin, Atrovirens, Excelsa und Gelderland sind sogenannte Plicata-Arten. Diese bilden eine tiefe Pfahlwurzel und aufgrund dessen sind sie resistent gegen Dürre. Die Occidentalis-Arten der Thuja haben ihre Wurzeln lediglich oberflächlich, sind Flachwurzler und können einen heißen Sommer nicht ohne zusätzliches Wasser überleben. Es reicht aber aus, ihnen alle zwei Wochen eine große Menge Wasser zu geben. Viel länger sollte die Pflanze nicht ohne Wasser auskommen müssen, da sie sonst sehr geschwächt ist. Die Thuja bildet eine Pyramidenform mit roter Rinde und grünem Laub. Für eine schnell wachsende Hecke ist diese Pflanze perfekt. Die Pflanze wächst im Jahr zwischen 30 und 50 cm und ist durchschnittlich sehr pflegeleicht. Die Thuja ist sehr winterfest und hat keine Sonnenpräferenz. Warum brauchen einige Heckenpflanzen wenig Wasser? Die genannten Pflanzen sind alles Heckenpflanzen, die wenig Wasser benötigen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Pflanzen ausgewachsen sind. Die Pfahlwurzel der Hecken wird während der Rodung durchtrennt und somit müssen sich diese wieder entwickeln. Dies kann bis zu einem Jahr dauern. Es gibt jedoch auch einige Punkte, die eine wichtige Rolle bei der Beständigkeit der Heckenpflanzen mit wenig Wasserbedarf spielen. Erstens, undurchlässige Barrieren im Untergrund. Die Pfahlwurzeln können bei einer undurchlässigen Barriere nicht tief genug in den Boden eindringen. Dies kann die Beständigkeit der Pflanzen gegen Dürre bei einigen Arten der Heckenpflanzen zunichte machen. Zweitens, Heckenpflanzen stehen oberhalb oder unterhalb des Hangs. Die Heckenpflanzen sind unterhalb eines Hangs deutlich unempfindlicher als oberhalb. Unterhalb können sie empfindlich auf Wasserstau reagieren, da das Wasser dort oftmals nicht gut entweichen kann. Das ist noch schlimmer, als die Heckenpflanzen nicht zu gießen. Bei Dürre kannst du den Pflanzen mit Wasser helfen. Stehen diese aber im Wasser, ist es sehr schwer, das Wasser ablaufen zu lassen. Drittens, durchlässiger oder nicht durchlässiger Boden. Sehr durchlässige Böden trocknen schneller aus, daher ist es wichtig, diesen mehr Wasser zuzuführen. Dadurch werden Nährstoffe viel eher ausgewaschen. Das muss dann wieder kompensiert werden. Ist es möglich, die Klimabeständigkeit zu verbessern? Es ist möglich, wenn der Boden genügend Humus enthält
und die Bodenstruktur und das Bodenleben gesund sind. All das macht es den Heckenpflanzen leichter, die Trockenheit des Bodens besser auszuhalten. Natürlich ist diese Möglichkeit auch begrenzt. Doch es ist verständlich, dass eine Heckenpflanze in einem guten, gesunden Boden mehr Dürre verträgt als eine Pflanze in einem schlechten Boden. Es ist jedoch auch abhängig von den Merkmalen der Pflanze, wie klimabeständig diese von Grund aus ist. Das Fazit. Wenn Heckenpflanzen wenig Wasser benötigen, sind sie sehr genügsame und pflegeleichte Pflanzen, die gern als Sichtschutz verwendet werden. Es gibt viele verschiedene Arten und es findet sich für jeden Geschmack und jede Gegebenheit im Garten eine passende Pflanze. Eine Heckenpflanze, die wenig Wasser braucht, ist auch unkomplizierter in der Versorgung, wenn du in den Urlaub fahren möchtest und deine Nachbarn ungern um Hilfe bittest. Die meisten Arten kommen 1 bis 2 Wochen ohne zusätzliches Wasser aus. Das macht ihre Versorgung und Pflege sehr leicht. In einigen Gärten gibt es schlechte Bodenverhältnisse, sodass keine Heckenpflanzen eingebracht werden können, die sehr pflegeaufwendig und anspruchsvoll sind. Lass uns doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat. Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Für mehr Tipps und Tricks rund um Haus und Garten, folge uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen oder besuche unsere Website. Alle Links findest du unten in der Infobox. Wir sehen uns im nächsten Video.